Regelmäßig werden Escort-Damen auch in Berlin für ein ganzes Wochenende gebucht. Oft fragen uns die Kunden, was kann ich denn alles mit der Escort-Dame in Berlin ein ganzes Wochenende unternehmen? Darum geht es heute in meinem Video. Wenn man ein Frühaufsteher ist, empfehle ich den Kunden und der Escort-Dame einen Flohmarkt zu besuchen. Der tolle Flohmarkt im Mauerpark bietet tolle Vintage-Möbel, bietet aber auch tolle Vintage-Kleidung. Da kann man auch das Streetfood probieren oder man schlendert einfach gemeinsam. Das empfiehlt sich natürlich nur bei gutem Wetter. Möchte man weiter Berlin in der Natur genießen, empfiehlt sich der Botanische Garten. Hier ist es auch möglich, schön zu picknicken. Was man auf jeden Fall in Berlin machen sollte, wäre zum Beispiel eine Bootsfahrt über den Spree. Da gleitet man zum Beispiel am Wahrzeichen von Berlin vorbei. Und wer auf dem Flohmarkt schon das Vintage genossen hat, kann selbstverständlich auch am Abend mit der Escort-Dame in ein Vintage-Kino gehen. Das ist eine tolle Erfahrung und man kann sich alte Filme anschauen. Und wer Lust hat, geht entlang der Eastside-Galerie und schaut sich dort die Graffitis an. Das sind richtige Kunstwerke. Selbstverständlich lieben die Escort-Damen auch mal etwas bummeln zu gehen. Da ist Berlin natürlich top. Sei es man geht an den Alexanderplatz, an den Kurfürstendamm oder an die Friedrichstraße. Da findet, sei es die Escort-Dame, aber auch der Escort-Kunde, definitiv eine Kleinigkeit, die man sich kaufen kann. Kennst du noch weitere Plätze, die man mit der Escort-Dame am Wochenende in Berlin machen kann? Dann schreib's mir in Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.